So, Mahlzeit, Knochen gerade wieder hier. Heute fahre ich den Viper. Den Viper Jeep, ja. So sieht mein modifizierter jetzt mittlerweile aus. Das ist schon richtig brutal. Ich werde gleich noch ein bisschen erklären, was ich hier so alles mit bei habe. Wahrscheinlich lauter Schrott, den keiner braucht. Aber ich finde ihn so echt heftig. ursprünglich sieht er eigentlich so aus. Das ist der ursprüngliche Viper Jeep. Den spielt man irgendwann frei, den gibt es relativ schnell. Den habe ich schon im ersten Video, also im zweiten eigentlich. Dazu bekommen. Toll ist nicht, hat wie gesagt hier einen Power Score von 1411. Und mein jetziger sieht halt so aus. Das ist das modifizierte Ding, also richtig brutal. Das ist hier so eine Schlangen Tarnbemalung, sage ich jetzt mal. Es ist keine Tarnbemalung im eigentlichen Sinne, es ist einfach nur fürs Design. Hier habe ich noch einen leichten Motor drauf. Ich glaube, der ist hier falsch. Ich weiß nicht, ich krieg den aber auch nicht rein hier. Also gehe ich mal davon aus. Wie gesagt, für alle, die denken, ich bin ein Noob, ich habe das Spiel vor weniger als 24 Stunden erst angefangen zu spielen. Von daher bin ich jetzt noch nicht allzu viel sagen. Hier ist die Schrotflinte drauf. Oder die Schrotkanone, wie auch immer. Hier ist das Vektor, die Vektor MK drauf. Und hier ist halt das Cord Maschinengewehr. Hier habe ich noch so einen Kühler drauf. So ein Passivkühler, der halt dafür sorgen soll, dass sie nicht so schnell überhitzen. Ich kann also länger mit denen schießen. Hier ist ein kleines Radar drauf. Ich habe hier noch ein Aggregat drin. Ein großes, krieg also nochmal plus 2 Energie. Hier ist mein Benzinfass. Fette Reifen drauf hier jetzt. Die Stoßstange vom Torino. Die Front vom Torino. Den könnte ich mir so komplett noch zusammenbauen. Hier habe ich noch ein 4x4, also ein 4x4. Ich komme gerade nicht drauf. Gucken wir mal. 4x4 Fahrgestell, das wollte ich sagen. Ja, das ist halt so, wenn man live aufnimmt, manchmal verplappert man sich oder mir fällt die halt einfach nicht ein. Ich bin auch nicht sonderlich multitaskingfähig. Und ich habe hier noch allerhand Verstärkungen drauf. Ich hatte hier noch Räder mit dran, auch so eine großen. Macht er das aber schwieriger, das Fahrzeug zu steuern. Und ja, ich würde sagen, wir machen ein paar Runden. Ich mache vielleicht auch erstmal ein Raid Frachtgutrennen. Das hatte ich eben gerade schon gemacht. Da mache ich lieber eine Verteidigung. Obwohl, ich hätte schon Bock auf das Frachtgutrennen irgendwie. Egal, wir machen eine Verteidigung hier. Als Belohnung gibt es hier diese Tickets, Coupons und Kupfer. Wenn man sieht, der hat einen Powerscore von, was war ich gesagt, 1400 irgendwas gehabt und jetzt habe ich knapp über 3000. Wir könnten fahren. Ich weiß ganz genau, Bohrtürme verteidigt. Wie funktioniert das? Ich habe noch nie eine Verteidigung gemacht hier. Da muss was verteidigt werden. Okay, wir müssen rüber da. Glück, wenn man da habe ich gerade angesehen. Okay, ich habe einen weg. Aber hier steht doch von drei Türmen, wo ist eine andere Türme? Ach so, ich glaube, man muss sich eine Weile hier aufhalten und dann muss man zum nächsten. Könnte ich mir vorstellen. Da ist einer. Und kommt jetzt auch einer. Hey! Okay, es ist schon relativ spät. Ich bin wirklich nicht mehr ganz so schnell wie jetzt noch tagsüber. Also rein vom Kopf her. Er ist weg. Wo ist der nächste? Hier ist noch einer irgendwo. Hier ist noch einer. Ach, der Lord Lilof haben wir hier. Okay, die Verteidigung war erfolgreich. Habe ich noch alle Waffen drauf? Jo. Jetzt also zum nächsten hier. Ich meine, er lässt sich so schon ein bisschen schwer steuern. Ich glaube, weil er so beladen ist.
Scheiße, meine Waffen sind gerade überladen. Also es ist nicht mehr so einfach hier. Der hält aber ganz schön was aus hier. Auch weg. Wo ist hier noch einer? Nee. Gerade nicht. Habe ich irgendwas verloren vorne? Mm-mm. Komm her hier. Ja, man rammt sich oft hier gegenseitig mal. Ist halt alles ein bisschen hektisch. Scheiße. Der Typ muss weg. Und der hier auch. Komm her, ja. Oh, Kacke, der ist aus der Reichweite meiner Schrotflinte. So, ist der nächste Turm. Irgendwo hier lang. Hier müssen wir lang. Ja, hier lang. Ja, stirb! Jetzt die Handbremse anzuziehen und dabei nicht mehr zu lenken, ist natürlich nicht so clever. Nächster, komm! Geschütz abgeschossen, das habe ich noch gesehen. Komm ab hier. Ja. Auch der hier muss jetzt von dannen gehen. Metallfanatiker, wer ist er denn? Weg. Wupp. Da ist auch noch einer. Wo ist denn der jetzt hier? Ist er weg? Oh, der ist weg. Okay, ich habe leider schon ein Vorderrad verloren. Was heißt schon? Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Hey! Verteidigung erfolgreich. So, ich gucke mir mal die Abzeichen an hier. First Blood. Ich habe echt zuerst einen zerstört, ist mir nicht aufgefallen. Helfer. Helfer 2. Helfer 3. Und irgendwie Revolverheld. 4 Gegner mit Geschossen zerstört. Ah, das wird von der Schrotflinte gewesen sein. Auch von der Schrotflinte. Und was haben wir? Abreißer. 50 Bauteile abgeschossen. Schöne Sache. Ich habe hier 5 Kupfer erhalten und 3 Coupons, die nur ein Raid verdienen kann. Kann bei Angelas gegen Balloon eingetauscht werden. Aha, da muss ich irgendwann demnächst mal gucken. Und ich würde sagen, ich mache jetzt ein paar normale. Das Blöde ist, ich bin jetzt so hoch. Ich muss mal kurz was gucken. Ich habe die Kanone noch nicht. Okay, also werde ich jetzt weiter versuchen, die Kanone zu farmen. Hol dir das Geschütz. Ich weiß nicht, warum. Drähte habe ich schon. Ich habe irgendwie das übersprungen gehabt. Fällt mir gerade so auf.
Und mal fast im Kaffee verschluckt hier. So, der steht jetzt einfach rum hier, oder? Ich weiß nicht wohin. Die anderen sind auch schon irgendwie losgefahren. Da. Oh, fuck you. Der hat ein paar Bomben geplant. Oh, shit. Oh, shit. Mir fehlt die halbe Karre. Mir ist aufgefallen, ich habe zwar einen hohen Score jetzt, aber meine Bewaffnung ist irgendwie nicht so prickelnd. Okay, hier, pay to win. Oder was auch immer. Also ich weiß, dass hier einige schon einiges an Kohle ausgegeben haben. Ich habe das schon mitbekommen. Einer meinte letztens, er hat einen, was war, 60 Euro verballert hier. Ich gehe mal davon aus, für Pakete. Kann auch sein, dass er sich aber natürlich Gold gekauft hat. Das hat er jetzt nicht weiter angegeben. Gold gekauft hat, um Bauteile zu kaufen auf dem Markt. Oder schon fertige Gegenstände. Er hat natürlich auch viel damit zu tun. Man muss natürlich gucken, wie man seinen Wagen dann designt, wie man ihn umbaut. Warum hat er keinen Wagenheber drin? Ich glaube, der hat den Wagenheber rausgenommen. Könnte ich mir vorstellen, um irgendwas anderes einzubauen. Okay, der hat eine Kanone drauf hier. Also, wenn er jetzt richtig getroffen hat, dann hält er ganz schön viel aus. Okay, der ist weg. Hält er ganz schön viel aus mit der Kanone jedenfalls. Oh, wir haben nur noch die beiden hier, sehe ich gerade. Oh! Das war wirklich knapp. Oh, scheiße, der ist weg. Okay, wir haben jetzt noch einen hier. Was war das? Ich habe kurz so piepen gehört, als hätte einer so eine Zündung ausgelöst. So eine Fernzündung und wuff, war der Typ weg. Und was habe ich denn hier bekommen? Spalter, hat einen Turm zerstört. Ich habe einen Turm zerstört. Diese, was ich nicht an. Ich zerstöre Sachen, ich kriege gar nichts mit, dass ich das gemacht habe. Ach so, der Typ hat. Stimmt, man kann Türme aufstellen. Man kann Türme aufstellen, die bei der Verteidigung helfen sollen. Offensichtlich habe ich das irgendwie zerschossen. Ich meine, das ist relativ schnell hier alles. Das heißt, man achtet auch nicht mehr auf jedes Detail. So, Funkrelaisstation. So. Der ist ausgestiegen hier, warum auch immer. Hätte er gar nicht reingebrauchen. Und ja, ich war jetzt erstmal mit den anderen mit hier. Auf was wartet der? Mein Radar zeigt ja gar nichts an. Ich habe da hinten mein Radar drauf. Okay, der ist nicht so mutig jetzt hier, will nicht gleich nach vorne prügeln. Okay, ich habe den ersten Gegner da. Sie kommen. Ich fahre mal mit den anderen mit, warum, weiß ich auch nicht. Eigentlich will ich mich lieber ein bisschen prügeln hier. Will aber natürlich auch nicht gleich wieder verrecken. Oh shit. Komm her, Bastard! Oh, 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 oh. Und schon habe ich mich wieder in eine Bredouille gebracht hier. Jo. Jo. Ohne Kill. Wieder ohne Kill. Aber. Okay, der Gegner hat auch noch keinen Kill. Ich ärgert mich jetzt. Ich denke mir. Ich habe schon wieder Scheiße gebaut. Okay, ich spiele es noch nicht so lange. Ich werde das irgendwann alles noch mitbekommen, so wie jeder, der erstmal angefangen hat. Zwei Lupara, also das sind die Schrotflinten. Oder die Schrotkanonen, wie auch immer, aber der ist auch weg. Und ein MG. Ich wollte gerade sagen, liegt der hier auf der Seite? Aber ich glaube, den haben die einfach alle Reifen weggeschossen. Und der Kollege hupt hier.
Die haben die echt alle Reifen aufgeballert. Das ist so komisch gebaut, ich sehe gar nicht, wo das Fahrerhaus ist. Also, wo ist die Kabine? Alter, was ist das für ein Ding hier? Okay, gehen wir zum nächsten. Der fährt ja sowieso nicht mehr. Aber der hat hier so ein. Ich weiß nicht genau, was das ist, ich habe das selber noch nicht. Ich denke mal, so ein Boost, so ein Raketenantrieb. Raketenschub. Ja, genau so ein Ding. Aber der hat kein. Der hat so eine Säge vorne drauf, aber der hat kein MG mehr. Oder irgendeine andere Kanone, so wie das aussieht. Der hat da gar nichts mehr drauf. Oh shit. Echt was weggefetzt hier. Ah, der hat gar nichts mehr. Fuck you. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich noch, glaube ich, den. Oh Gott, wie die den zerlegen. Wahnsinn. Ja. Okay, ich mache noch eine Runde. Ich glaube, ich muss den Wagen nochmal komplett umbauen. Ich habe den einfach nur spaßhalber mal so ein bisschen zugeballert da. Und ja. Irgendwie reicht das nicht so. Aber okay, ich denke mir. Scheiße, ich habe irgendwie. Irgendwas habe ich falsch gemacht und so, weil ich auch oft jetzt schnell weg bin. Aber letzten Endes, wenn natürlich einer mit einer Kanone auf einen schießt, dann hat man natürlich auch selber mal schnell ein eigenes Geschütz verloren. Und letzten Endes bin ich nicht der Einzige, der so schnell. Ich sag mal, hinübergeht. Oh, die Fahrerkabine. Nee, ich will ein Geschütz haben. Ich will endlich auch so ein Geschütz haben. Oh. Scheiße, ich habe auf den Score nicht geachtet. So, ein paar sind schon wieder ausgestiegen hier. Ja, ich fahre jetzt mit dem mit. Ich weiß nicht, ob das so clever. Nee, der fährt hier auch wieder. Alter, mach doch nicht so eine Scheiße! Okay, ist egal. Ich fahre jetzt rüber zu den anderen da. Irgendwo hier lang. Vielleicht sollte man sich nicht so auf wirklich zu sehr auf andere verlassen. So, kein Gegner zu sehen hier. Ich gehe davon aus, sie werden versuchen, eine relativ große Gruppe. Wir haben einen verloren. Also in einer relativ großen Gruppe zu unserer Basis zu kommen. Oh ja. Oh! Da haben wir doch schon was hier. Scheiße, ich fahre auch wirklich. Gerade hier, ich habe irgendwie. Mir kommt so vor, als hätte ich eine zu starke Federung oder ich bin zu beladen, und so dass er halt hier ständig bounced. Was ist das denn für kleine Teile? Sorry. Ist nicht so gemein, Kumpel. Oh, scheiße, was? Niederlage? Was? Aber ich habe überlebt. Immerhin. Multikill. Ja, ich habe Multikill. Unbesiegt. Mehr als die Hälfte. Was? Muss ich mal kurz gucken hier. MVP! Digga! Aber gebracht hat es ja trotzdem nicht viel. Schade. Aber ich habe ein bisschen länger überlebt. Offensichtlich, ich meine, man muss ein bisschen natürlich gucken. Man muss wissen, was hält man alles aus. Ich weiß eigentlich, dass ich so jetzt mit dem Powerscore dem Gegner jetzt nicht so standhalten kann, allzu lange. Entweder haben die zu viele MGs oder viele haben jetzt echt diese scheiß Kanone drauf oder Raketen. Und was das gerade war, diese kleinen Fahrzeuge, ich glaube, das wird auch so ähnlich wie diese Drohnen sein. Und den kann ich einfach nicht allzu lange standhalten, wenn ich direkt nach vorne bretter als erster. Also ich muss halt so mit dem Fahrzeug. Irgendwo so mittig bleiben. Also ja, als mittlere Reihen, vielleicht so fünfter, sechster Stelle oder dergleichen. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Beim nächsten Video, was auch immer. Viel Spaß noch beim Zocken. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.